Ja, liebe Teilnehmende der Grünen Erzählung 2021, herzlich willkommen zum Höhepunkt und Abschluss unserer zweitägigen Grünen Erzählung. Ich glaube, die Einzelnen kommen gerade so, ist immer so ein bisschen die Vorstellung von so einer kleinen Tür und Corona-konform kommen wir so einzeln rein. Und wir warten noch einen Moment, bis alle aus den Foren wieder hier im großen Saal, digital und analog, beides gleichermaßen sind. Und ich kann schon mal, wenn es einen kleinen Kameraschwenk mal gibt auf die Gäste, dann sieht man, dass wir drei junge Leute hier haben, mit denen wir nochmal auswerten und auch ausblicken wollen. Es geht um Fabian Voss, um Nitschma Tamudi und um Samuel Grösch, der direkt neben mir sitzt. Ich stelle sie nachher, wenn alle drin sind, noch mal richtig vor. Ihr habt ja nachher noch ein Barcamp vor, ne? Wessen Idee war das? Wie seid ihr darauf gekommen, das beizutragen? Ja, ich glaube, das war letztes Jahr ein großer Erfolg und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir das dieses Jahr gleich wieder auf. Einfach nochmal im Anschluss an die Veranstaltung irgendwie nochmal mit allen, die Lust und Zeit haben, nach zwei anstrengenden Tagen vom Bildschirm sich nochmal hinzusetzen und selbst zu diskutieren, nochmal mehr eigenen Diskussionsanteil zu haben. Und wir haben irgendwie ganz viele spannende Themen mit dabei und freuen uns da schon drauf, wer uns da später noch mit begleitet. Schön. Wir stellen das ja nachher nochmal richtig vor. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Deep Dive in die Tagung, was ihr so mitgenommen habt. Und dann stellt ihr das Barcamp nochmal vor. Und da geht es dann auch unmittelbar über. Und jetzt gucke ich mal hier in die Runde, wie viele Leute aus den Workshops jetzt wieder hier zurück sind im großen Saal. Und gucke mal, ob das jetzt alle sind, die wir erwarten. Super. Dann heiße ich alle nochmal ganz herzlich willkommen zur Abschlussrunde. Wir wollen mit unseren Nachwuchstalenten, die aus verschiedenen Bereichen der Stiftung kommen, nochmal schauen, was war die grüne Erzählung, was ist hängen geblieben und was vor allen Dingen muss mitgenommen werden. Und ich darf vorstellen, Samuel Grösch, er ist Kommunikationsberater und Studienstipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen, lieber Samuel. Schön, dass du dir die zwei Tage Zeit genommen hast, wirklich hier gründlich die Dinge zu beobachten und zu analysieren. Ich freue mich, dass Nitschma Tamudi dabei ist. Sie ist auch Stipendiatin, allerdings schon, was die akademischen Grade angeht, einen Schritt weiter und promoviert, so als Sozialphilosophin. Da kommen wir gleich noch drauf. Und ich freue mich, dass Fabian Voss dabei ist. Fabian Voss, kleiner Werbeblock, ist Policy Fellow der Heinrich-Böll-Stiftung. Das ist ein neues Format, das wir eingeführt haben, jetzt als Pilotphase, wo Early Careers, junge Leute, die sagen, hey, ich will jetzt aber auch noch mal was ganz intensiv, ein kleines Projekt hier bei der Böll-Stiftung machen und die Stiftung unterstützen. Und dazu gehört Fabian Voss, der im Referat Politik und Parteienforschung. Und das passt natürlich sehr, sehr gut zu dem, was wir in der grünen Erzählung jetzt gehört und gesehen haben. Die letzten zwei Tage. Wir haben gestern eine wahnsinnig spannende Debatte gehabt über das Verhältnis von Politik, Ökonomie und Psychologie mit einer großen Weite und Tiefe von den USA über Europa bis in dieses Land geguckt. Und wir hatten heute unglaublich spannende und tiefgreifende Themenforen mit viel Leidenschaft, mit Emotionen, aber auch mit nachdenklichen und überlegenswerten Dingen, die wir mitgenommen haben. Und ich würde jetzt einfach mal gleich an Samuel fragen. Samuel, wenn du jetzt zurückguckst, was würdest du sagen, sind so die zwei Punkte, wo du sagst, Politik und Emotion, das habe ich jetzt mitgenommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass insbesondere bei dem Panel gestern es super spannend war, was für eine Aufbruchsstimmung wir dann doch irgendwie da mit erzeugt haben. Und das Panel war sich ja sehr einig, dass ich irgendwie was tun muss. Und auch wie sich etwas tun muss. Ich fand diesen Spin der Finanzpolitik sehr spannend, dass wir da einfach Investitionen brauchen, um in die Zukunft zu gehen. Und insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Politik, dass wir gerade irgendwie dabei sind, ganz, ganz, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, aber eher in Logiken der vergangenen Jahre und wir alle wieder zu einem Thema zurückkommen wollen, möglichst schnell in das Alte jetzt zurückkommen, anstatt dass wir irgendwie uns überlegen, wo wollen wir hinkommen, was sind die Transformationsprozesse, die wir wirklich wollen und das zu gestalten. Und das fände ich, glaube ich, sehr,
sehr wichtig. Und das habe ich auch heute dann irgendwie bei Özdemir nochmal mitgenommen. Was wir da sehen mit Hass im Internet, passt auch dazu, können wir rückspiegeln. Auch die Themen vorhin, ich war, habe mich in alle mal so ein bisschen reingeschaut. Spannende Sachen, spannender Input. Und ich glaube, wir haben da einen großen Aufbruchsmoment und müssen gucken, dass wir jetzt aus der Corona-Politik da, aus den Corona-Maßnahmen in einen richtigen Aufbruch kommen. Das ist ein super Übergang, eine Steilvorlage, Netschma, für meine Frage an dich. Du warst letztes Jahr auch Teil der grünen Erzählung zur Veränderung. Ja, und das baut ja ein bisschen auf das auf. Also so wie Samuel jetzt dieses Politik- und Emotionen-Thema reflektiert hat, könnte man denken, es war eine Erzählung zur Veränderung. Wie bringst du das in Verbindung? Was unterscheidet oder verbindet die Tagung grüne Erzählung von der Veränderung mit der von Politik und Emotionen? Also ich würde sagen, es ist eine direkte Fortsetzung gewesen. Also wir haben ja im letzten Jahr bei der Grünen Erzählung zur Veränderung ein besonderes Augenmerk auf die Selbsterneuerungskräfte und Transformationsfähigkeiten der grünen Bewegung gelegt. Einerseits als gesellschaftskritischer Seismograf für drängende Krisen, aber gleichzeitig auch als konstruktive Gestalterin des Wandels, immer in diesem Spannungsfeld einerseits Teil des Establishments zu sein, auf der anderen Seite aber auch kritisch diese Institution zu reflektieren. Und ich hatte den Eindruck, dass Emotionen da einen sehr großen Anteil hatten im Hinblick auf die motivationale und gemeinschaftsstiftende Funktion, die sie haben. Sie waren, denke ich, am Ursprung der die verschiedenen zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammengebracht hat und zu diesem wirklich starken grün-linken Bündnis zusammengebracht hat. Und darüber hinaus, glaube ich, hat aber die grüne Erzählung von Veränderung auch einen zweiten Aspekt des Emotionalen berührt, der vielleicht sogar noch ein bisschen zentraler ist, nämlich Emotionen als originären Bestandteil des Politischen, was jetzt auch die letzten zwei Tage immer wieder durchgeklungen ist. Ja. Gerade die bürgerinnenrechtliche Seite von Bündnis 90 hat der grünen Bewegung ja einen sehr, sehr starken Begriff der politischen Leidenschaft für demokratische Institutionen und Prinzipien mit auf den Weg gegeben. Die bisschen jüngere Generation der sozialen Bewegung, Stichwort Fridays for Future, es gab ja auch ein Themenforum vorhin dazu getragen hat. Und ich glaube, vor dem Hintergrund der letzten zwei Tage haben wir auch immer wieder von diesen disruptiven Tendenzen des Emotionalen und Politischen heute gehört. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist sozusagen der Beitrag der grünen Erzählung von Emotionen als Folgeerzählung, nochmal diese politische Leidenschaft auch zu reflektieren und zu schauen, wie kann man die langfristig widerstandsfähig machen gegen blinden Hass? Wie kann man sie aber auch offen halten für Inklusion? Inklusive widerständige Elemente des Emotionalen. Und was ich da besonders interessant fand, war, was Robert Habeck am letzten Wochenende auf der BDK schon angesprochen, aber hier auch nochmal vertreten hat, dieser Begriff, die neue Zielmarke der grün-linken Freiheit. Und vielleicht ist das gerade so der Begriff, an dem sich grüne Erzählung von Veränderung mit politischer Leidenschaft und grüne Erzählung von Emotionen mit kritischem Widerstand auch treffen können. Und wenn wir jetzt mal so vorwärts schauen, vielleicht wäre dann so die logische Folge der nächsten grünen Erzählung von Freiheit danach zu fragen, wie man das unter so einem großen philosophischen Überbegriff vielleicht vereinen kann. Oder es wäre die Verbindung zu den letzten drei Tagungen, denn die vorletzte war zur grünen Erzählung vom Liberalismus. Fabian, ich würde den Ball gleich mal an dich weiterspielen als Parteienforscher. Ja, die Parteien sind eine Institution in der Demokratie verankert in der Verfassung und so weiter. Wenn du jetzt auf die Debatten guckst, was Heinz Bude, was Rudi Hochfleth beigetragen haben, was nimmst du jetzt mit auf dieses, verändert sich dein Denken über Parteien mit dem Blick auf Emotionen? Sollte sich da was verändern? Was hast du mitgenommen aus den Foren? Ja, ich glaube, Parteien haben ja so eine gewisse ambivalente Sicht auf Emotionen, was einfach daran liegt, dass sie einerseits die Wahrnehmung haben, wir sind Bewegung von unten. Das heißt, wir müssen Emotionen, die in der Gesellschaft auftreten, so kanalisieren, dass sie irgendwie in staatliche Politik fließen können. Und auf der anderen Seite, und das macht ja die Scharnierfunktion aus, arbeiten sie auch eben am Staatsapparat selbst. Das heißt, ich muss Gesetze schreiben und das mit vielleicht sehr nüchternem Blick und so weiter. Und deswegen ist das so ein bisschen ambivalent. Und das ist jetzt natürlich gerade in der Wahlkampfzeit so eine sehr spannende Zeit, weil Emotionen da eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen. Ja. Was ich einfach vielfach mitgenommen habe, ist, dass wir über zwei ganz zentrale Emotionen sprechen. Und das ist einmal die Angst, ja, aus der sozusagen Handlungsdrang entstehen kann, und das ist gleichzeitig die Hoffnung. Ja? Und wenn wir an Themen wie die sozial-ökologische Transformation beispielsweise denken, dann ist beides treibend. Ja? Das ist eine Angst von der Generation, also
vielleicht auch älteren Generation, aber gerade der jüngeren Generation vor der Zukunft. Und gleichzeitig ist es auch die Hoffnung. Und es ist erstmal, ich denke, wertfrei, welche Emotion da jetzt wo Ausschlag oder wie stark ausschlaggebend ist. Aber es war immer wieder die Frage, womit können wir denn mehr anfangen? Und ich habe das Gefühl, dass da die Richtung schon in die, dahin geht, dass man sagt, aus der Hoffnung entsteht eigentlich Besseres. Ich würde aber sagen, auch aus der Historie gesehen, war Angst eigentlich immer so das, was so Aufbruch erstmal vorbereitet hat. Ja? Denken wir an soziale Ängste im 19. Jahrhundert. Das bringt Leute dazu, sich mit Themen zu beschäftigen, und daraus kann Hoffnung letztlich entstehen, wenn Visionen und Narrative entwickelt werden. Dafür war das heute auch ein guter Grundstein, glaube ich. Und das war jetzt auch mal ein bisschen andere Interpretation der Angst, ein bisschen positiver. Gestern haben wir ja sehr in andere Richtung gesprochen, unter dem Aspekt, dass Angst natürlich auch eine lähmende Wirkung hat und eigentlich nicht besonders produktiv ist, sondern eher destruktive Kräfte fördert. Netschmar, jetzt nochmal an dich zurückgefragt. Du promovierst ja im Bereich der Sozialphilosophie genau zu Leidenschaften und Affekten, also zum Sozial-Imaginären. Was stellen wir uns vor? So? Und wenn du jetzt darauf schaust, hat das für deine Arbeit etwas verändert? Auch nochmal mit dem Blick auf das, was Fabian gesagt hat in Bezug auf Hoffnung oder ich sag mal so Begeisterung für die Zukunft, so etwas, ja. Ist das was wichtig ist für Menschen, wenn sie sozusagen sich ihr eigenes Leben vorstellen und Gesellschaft gestalten, sich engagieren? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die Funktion von Emotionen im Hinblick auf das, was man eben soziales Imaginäres nennt, was jetzt kein sehr geläufiger Begriff ist, aber was vielleicht so umfasst die Wertvorstellungen, Normhorizonte, Handlungspraktiken, in denen sich Gesellschaften in ihrem Alltag so orientieren, und für die ist Emotionalität ganz besonders zentral, und zwar vor dem Hintergrund dessen, dass Emotionen sozusagen eine Art Stimmungslage sind, die Gesellschaften mitträgt. Sie sind eine Art soziohistorisches Deutungsmuster, das auf normativer, kognitiver, aber auch identifikatorischer Ebene wirkt und immer dazu beiträgt, dass sich Gesellschaften in bestimmten Herrschafts- und Macht-, aber auch Normordnungen auch im Hinblick auf die Zukunft, aber auch auf die Vergangenheit. Erinnerungskulturen sind ja auch ganz zentral im Hinblick auf Emotionen orientieren. Und was ich jetzt von den letzten zwei Tagen mitgenommen habe, war vielleicht noch mal stärker auf das zu schauen, was man in dem Zusammenhang affektive Überschüsse nennen könnte. Dass nämlich Emotionen in Empathie, in Empörung, aber auch in sowas wie diffusen Ängsten, die wir hatten, ja immer auf bestimmte Grenzen des Gewohnten hinweisen. Also Grenzen in rechtlich-juridischer Hinsicht, in institutioneller, aber auch in normativer Hinsicht. Sie zeigen sozusagen in ihrer emotionalen Wahrnehmung Aspekte der Wirklichkeit auf, die wir so begrifflich noch gar nicht fassen können. Und ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, dass eine Gesellschaft, die offen, resilient, aber auch selbstkritisch ist, gut beraten ist, auf diese affektiven Überschüsse zu hören, weil sich gerade darin eigentlich das Potenzial des kritisch Widerständigen, aber auch des kreativ Vorwärtsdenkenden, weiter Alternativen aufwerfenden, des Gemeinschaftsstiftenden auch über Differenzen hinweg. Das hatten wir beim Panel heute Nachmittag vorhin, dass diese Überschüsse eigentlich gut zu beachten sind für unsere sozialen Vorstellungs- und Gestaltungskräfte, weil nur vor dem Hintergrund, dass wir in diese emotionale Bewegtheit gesetzt werden, sind wir in der Lage zu sehen, dass es vielleicht implizite Leerstellen und Ausschlüsse in unseren gewohnten Vorstellungen des Sozialen gibt, die so bislang noch nicht bedacht wurden. Und das ist doch etwas, wenn es denn dann, wie Frau Haruna Oelker sagte, demokratisch eingebunden wird, nämlich in einem Prozess, wo ich auf sicherlich nie ambivalenzfreie und in pluralen Gesellschaften hochdiversifizierte emotionale Lagen zuhöre und in den Austausch gehe, in die emotionale Arbeit, wenn man so möchte, eigentlich genau das ist, was Zukunftshorizont eröffnen und eine demokratische Gesellschaft langfristig auch in Bewegung halten kann. Und es gibt ja nichts Schlechteres, als wenn Gesellschaften verkrusten und im Status quo verharren, weil dann schließen sich auch diese Zukunftshorizonte, die man mit Emotionen ja eigentlich offen halten kann. Also ich höre jetzt dahinter auch so ein bisschen so einen Aufruf zur Gelassenheit in der Vielfaltsdebatte. Also wir sehen ja viele, also gerade so von affektiven Überschüssen sprichst, dann scheint mir das
der, also ein Feld zu sein, wo wir das in alle Richtungen beobachten können, diese affektiven Überschüsse. Und ich höre das jetzt so ein bisschen als einen Aufruf auf zu sagen, ja, aber hier ist Gesellschaft in Bewegung, hier entsteht was Neues, hier ist irgendwie ein Suchprozess in Gange. Sag mal, du bist ja auch Kommunikationsberater und das geht ja auch nicht ohne Emotion, also es geht auch nicht ohne Authentizität und ohne Person. Politik lebt von Leidenschaft, das haben wir ja gerade auch nochmal von Fabian gehört. Was hat sich so für dich verändert? Was nimmst du denn so für deine kommunikationsberatende Tätigkeit mit? Auch im Blick auf das, was Netschma jetzt nochmal geschildert hat, dass das auch jede Emotion und Leidenschaft wichtig ist, um Politik in Bewegung zu halten und Gesellschaften in Bewegung zu halten. Ja, da fällt mir ganz direkt die Metapher ein, die Robert Habeck gestern Abend verwendet hat, um, ich sag mal, die Finanzpolitik irgendwie einfach zu erklären. Und Fabian hat es ja gerade angesprochen, es geht um Narrative irgendwie, die zu finden, dass wir da Menschen mit Emotionen erklären können, wie Finanzpolitik auch für sie im Alltag funktioniert und wie relevant sie dort ist. Er sprach von dem Eisbären, dass wir mit dem Eisbären, das ist das, wie Grüne kommunizieren. Und da hat er natürlich recht. Das sind die Plakate, die am Ende funktionieren. Wir können keine hunderte Seiten Änderungsanträge auf Wahlplakate bringen. So funktioniert das nicht. Aber wir müssen irgendwie schaffen oder ja, versuchen, mit Emotionen, emotionale Narrative zu finden, die auch diese sozioökologische Transformation leiten, begleiten können und überzeugen, dass eine bessere Zukunft möglich ist durch Veränderung und durch Aufbruch und nicht durch, wir gehen zurück in das, was wir kennen, das, womit wir zufrieden sind. Denn wie wir alle hier wissen, ist es nicht langfristig und nicht nachhaltig möglich, dort drin zu verharren. Also ein bisschen so der Aufruf, Leute da abzuholen, wo sie sind und nicht mit Narrativen oder Instrumenten rumzuhantieren, die weit weg sind vom Alltag der jeweiligen Person. Genau. Jetzt spiele ich den Ball nochmal, Fabian, an dich zurück. Die Grünen kommen aus der Bewegung, aus der sozialen Bewegung und sind wahrscheinlich immer noch die Partei, die die größte Nähe zu sozialen Bewegungen hat. Also das wahrscheinlich, aber ich glaube, es ist auch so. Wie würdest du dieses Verhältnis beschreiben? Bewegung, also die Menschen, die in der Bewegung sind, machen da mit, weil sie eine Leidenschaft für ein Thema haben, weil sie sich auch als mündige Bürgerinnen und Bürger finden. Also wir müssen nicht für Menschen Narrative erfinden, sondern es geht darum, den Veränderungswillen und den Hoffnungsimpetus der Bewegung auch aufzunehmen und in die Partei oder Parteien hineinzuspielen. Wie wird das so funktionieren in Zukunft oder verändert sich da gerade was? Verändert sich die Art, wie Bewegung gespeist wird? Oder wie würdest du das, wenn du auf die Zukunft guckst, prognostizieren? Wie wird sich das entwickeln? Sozusagen die emotionale Bewegung und die abgeklärte, funktionierende Partei. Ja, es ist ein ganz spannendes Feld, ja, dass Parteien und ich nenne es jetzt mal Interessengruppen, Bewegungen, NGOs, nennen wir es, wie wir es wollen. Da geht es immer darum, nähern die sich eigentlich momentan an? Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein einseitiges Spiel, weil Parteien möchten sich so ein bisschen mit diesem Glamour der sozialen Bewegung immer so ein bisschen schmücken, weil die sind irgendwie so ein bisschen lauter, teilweise ein bisschen schriller, kriegen mehr Aufmerksamkeit medial, wenn sie richtig gute Arbeit machen. Und den Vorteil, den Bewegungen ja haben, ist eine gewisse Widerspruchsfreiheit. Ja? Das heißt, sie sind, wie du gesagt hast, oftmals ein One-Issue-Thema, also im Sinne von, na, ich will nicht sagen, dass Friday for Future dieses eine Thema hat, aber sie schreiben sich das auf die Fahne, sozusagen das Klima zu retten. Und als Partei muss ich integrativ sein, ja? mit tausenden Themen. Und ich muss da Widersprüche aushalten. Ich muss Leute integrieren, die eine ganz andere Emotionen zu einem Thema vielleicht haben. Ja? Und insofern läuft es, glaube ich, zukünftig so ab, dass Parteien sich sehr stark daran orientieren, an den Formaten, die Bewegungen haben, orientieren. Das heißt,
einfache Mitmachformate, projektorientierte Formate, also eher auf der Organisationsebene. Und ansonsten werden sie wahrscheinlich versuchen, jede Bewegung, die ihren Zielen in irgendeiner Weise nahe kommt, für sich zu integrieren. Ja? Das heißt, die besten Leute, die besten Themen und so weiter in die Partei aufzunehmen. Und das ist ja auch genau das, was sie tun sollen. Ja? Sie sind die Scharnierfunktion zwischen Staat und Gesellschaft. Das ist eine Bewegung nicht. Ne? Und deswegen sollte man da auch Bewegungen, glaube ich, immer so ein bisschen auch, man kann die immer kritisieren dafür, ihr fordert ja immer nur das eine, ihr wollt aber nichts umsetzen, ja, dafür sind sie nicht da. Die sind dafür da, öffentlichen Druck zu erzeugen auf die Parteien. Das machen sie sehr gut. Ne? Und insofern ist die schwierigere Aufgabe, die Parteien haben. Ne? Und das tun sie auch immer mit so ein bisschen, mit so einer gewissen Selbstskepsis auch, im Sinne von, ja, wir sind hier ein langweiliger Apparat und wir müssen Entscheidungen finden und wir müssen Leute integrieren und austrahieren. Ja, das ist das politische System ist genauso angelegt, dass es solche Organisationen gibt. Und ich glaube, es ist auch so relativ stabil, dass wir das auch noch so weiter beobachten werden. Aber ist es so nett, kann man das so aufteilen? Also die Leidenschaft ist bei der Bewegung und die Parteiarbeit ist dann das Nüchterne. Es gibt auch Menschen, die empfinden wirklich große Freude an Zahlen, ja, sage ich mal, oder so etwas, also oder an Satzungsänderungen oder so. Also kann man das so aufteilen oder gibt es da auch eine Möglichkeit, das ein bisschen auszugleichen? Also ich glaube nicht, dass man das so aufteilen kann. Ich glaube, es ist, oder andersrum formuliert, ich würde sagen, es gibt in unserer westlich-ideengeschichtlichen Tradition einfach eine Linie, die sehr weit zurückreicht und in der das Emotionale immer als das Irrationale und Unsachgemäße von jedem gesellschaftskritischen, politiktheoretischen Betrachtungskontext ausgeschlossen wurde. Und das ist auch immer noch oft der Fall, auch wenn sich das gerade ändert. Auch politische Ordnungen sind in ihrer rechtlichen, in ihrer institutionellen, in ihrer normativen Struktur hoch emotional aufgeladen. Es verschwindet nur hinter dieser ideengeschichtlichen Perspektive, die beides zu trennen versucht. Und das ist natürlich sehr problematisch, weil man langfristig gesehen auch gar nicht mehr in der Lage ist, diese emotionalen Stimmungslagen, die da unterliegen, die auch immer normativ ausgerichtet sind, zu kritisieren. Ich glaube aber, was Fabian gesagt hatte, war vielleicht eher eine Unterscheidung zu sagen, Parteien sind institutionalisierter. Sie sind in ihren Strukturen starrer als soziale Bewegungen, die eben an dem, was ich vorhin gemeint habe, an der Lebendigkeit, an der Lebhaftigkeit von demokratischen Gesellschaften viel näher dran sind und die dann natürlich vielleicht noch mal ein stärker nach außen hin stärker transportierendes emotionales Merkmal haben, was durch diese starke Einbindung in die Formen, Prozesse und Strukturen des politischen als Ordnungssystem einfach nicht mehr so ersichtlich ist. Aber es ist unterschwellig immer da. Und wenn man selbstkritisch bleiben möchte als Gesellschaft, muss man auch anerkennen, dass Emotionales und Rationales sich an der Stelle nie wirklich trennen lassen. Das ist doch ein gutes Schlusswort. In Wahrheit lassen sich emotionale von rationalen Überzeugungen und Argumenten nicht trennen. Das war ja auch das, worauf du nochmal hingewiesen hast, Samuel, vorhin. Also wie bringt man finanzpolitische oder finanzökonomische Notwendigkeiten in eine Sprache, die auch emotional ansprechend ist. Ihr habt ja jetzt noch ein tolles Format vor. Wir hatten das schon mal hier in unserem kleinen Vorgeplänkel angesprochen, und zwar ein Barcamp. Samuel, was habt ihr vor und wie lädst du jetzt diejenigen, die noch dabei sind, dazu ein? Jetzt ist die Chance. Ja, wir hatten letztes Jahr das schon mal nach dieser digitalen Veranstaltung gemacht und das mit großem Erfolg abgeschlossen. Dementsprechend wollen wir da gerne jetzt wieder zurückkehren. Und die Idee ist, dass alle, die jetzt noch Zeit und Lust haben, nachdem sie sich zwei Tage lang schon vor dem Computer versammelt haben, jetzt mit uns nochmal weitergehen. Und 90 Minuten haben wir uns mal als Deadline gesetzt, mit uns diskutieren, in verschiedenen 5, 6, 7, 8 Gruppen aufteilen. Denn die Idee ist, dass ihr alle vor den Rechnern mitmachen könnt. Wenn ihr Lust habt, ein eigenes Thema zu pitchen, seid ihr herzlich eingeladen und eine solche Runde anzuleiten. Ansonsten haben sich auch schon 6 Themen gefunden zu breiten Bereichen, die anzudocken sind an das, was wir jetzt die letzten 2 Tage diskutiert haben. Und wir werden kleine Inputs hören und dann einfach wirklich in die Diskussion einsteigen und hoffen, dass ihr euch ein bisschen mit uns in den Austausch begebt und wir so nochmal einen schönen Abschluss finden für diese 2 Tage der Grünen
Erzählung im Jahr 2021. Große Klasse. Samuel, ganz vielen Dank und euch, Ihnen allen ganz viel Spaß jetzt noch in der letzten halben Stunde. Nochmal mit ordentlich Selbstbeteiligung, mit Mitmachen und der Möglichkeit, auch mit anderen Teilnehmenden sich auszutauschen. Ich finde, die Chats bieten immer gute Möglichkeiten, weil jede und jeder schon sich ausdrücken kann. Aber natürlich ist das Miteinander sprechen in einer kleineren Runde immer noch mal von anderer emotionaler Qualität, auch wenn es digital ist. Fabian Netschmar, Samuel, habt ganz, ganz vielen Dank für dieses kleine Feedback und den Ausblick mit auch Ideen darüber, wie es mit der grünen Erzählung weitergehen kann. Ich danke euch und Ihnen allen für die 2 Tage Durchhalten, fürs Mitmachen bei dieser spannenden Erzählung. Machen Sie es gut, viel Spaß beim Barcamp, bis zum nächsten Mal.